Es ist nackte Gewalt. Englische und russische Hooligans gehen am Nachmittag in Marseille aufeinander los, prügeln sich, treten brutal um sich. Es kommt zu Krawallen, doch diesmal sind sie heftiger als in den beiden vergangenen Tagen. Die offenbar alkoholisierten Männer werfen mit Flaschen und Stühlen um sich. Der alte Hafen von Marseille in der Hand der Hooligans. Zeitweise scheint es, als hätte die Polizei die Situation nicht im Griff. Erst als die Polizei Tränengas einsetzt, zerstreut sich die Menge. 6 Personen werden festgenommen. Bei den Auseinandersetzungen werden 5 Personen verletzt, davon einer schwer. Nach Angaben der Polizei schwebt er in Lebensgefahr. Am frühen Abend hat sich die Situation im alten Hafen beruhigt. Zurück bleiben Glasscherben, Abfall und die Angst, dass die Krawalle in der Nacht weitergehen, dann, wenn das Spiel England gegen Russland vorbei ist.